Ja, jetzt wird das jetzt eine Koppel. Wartet dann. Au! Nein, nicht ich soll brennen. Wartet. Essen. Hey Leute und herzlich willkommen zu Melon Survival. Und das letzte Mal haben wir hier eine Kiste gefunden und ich bin auch so gespannt wie ihr, was sich in dieser Kiste befindet. Deswegen mache ich einfach mal einen Rechtsklick drauf und guck. Oh, Erde, geil. Wieso finden wir das ausgerechnet jetzt? Das hätte uns ruhig jemand früher sagen können. Aber ja. Ich hoffe, die Mikrofoneinstellungen sind okay. Die Maus ist nicht zu laut oder so. Egal, wir nehmen die Kiste mit. Und dann bauen wir eine kleine Baumfarm. Yay! Gut, setzen wir einfach mal dahin, dahin und dahin. Nee, das brennt nicht an, hoffe ich doch. So und so und so und so und so und so. Und so. Und so. Gut. Wupp. 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 Yay, das klappt ja. Also, da bin ich jetzt froh, dass wir die Erde gefunden haben. Dann geht die ganze Sache etwas schneller vonstatten. So, dann wächst mal schön. Los! Erhebt euch in den Himmel! Und macht Basti Glück. Ja, gut, machen wir so. So, das brauche ich jetzt gerade nicht. Was sind das? Das sind normale Samen. Ich esse ja eh die Melonen, also von dem her brauche ich die nicht. Die Knochen könnte ich fürs Bone Meal nehmen. Es wäre richtig gut, wenn wir noch Spinnen finden würden. Aber so sieht es gerade irgendwie nicht gerade gut aus. So, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. So. Ja, ist klar. Immer die fetten Bäume kommen zu Basti. Ja. Ich mache mir ein Feuerzeug und zünd den einfach an. Also. Nee, mit fetten Bäumen stehe ich im Krieg, weil das ist. Die sind noch eine Plage, Mann. Ich habe mir überlegt, ob ich so irgendwas mit Dünger machen soll. Also so. Nee, Pestizide. Damit die nicht so groß werden, aber. Ja, es klappt nicht. Also. Diese Mistviecher. Immer wenn man sie nicht braucht, tauchen sie auf. Und dann ist es aus, ne? Ja, Moment. Ich wollte im Hintergrund öffne ich mal noch diese Challenges, die ich habe, damit ich immer schön reingucken kann, weil ich kenne die natürlich nicht auswendig. So, wir müssen nämlich noch einen Eimer craften. Wir müssen das Haus bauen und so. Und ja. Da wäre jetzt ein zweiter Bildschirm irgendwie Kranz praktisch. Ja, ein zweiter Bildschirm Kranz praktisch. Hey, Sprechfehler for the win. Ja, gut, gibt es heute irgendein Thema, auf das ich gerade Lust habe? Ja, das ist jetzt gerade so spontan entstanden. Mich hat jemand in Facebook geaddet und mich angeschrieben. Und wir haben so ein bisschen geschrieben, so ganz normal. Und fragt er mich plötzlich. Ja, sorry, vielleicht ist es ein bisschen unhöflich oder so. Aber wie alt bist du? In deinem Video hörst du dich an wie 30. What the fuck, habe ich gedacht. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob es wirklich so schlimm ist. Weil die meisten müssten wissen, dass ich 19 Jahre alt bin. Und das fand ich schon ziemlich traurig. Ich war am Boden zerstört, Leute. Ich habe geheult. Ne, es war jetzt gerade vor 2, 3 Minuten. Aber das hat mich schon ziemlich schockiert. Höre ich mich so alt an? Nein. Ich meine, ich habe ja jetzt nichts gegen. Ach. Das Alter oder so. Aber ich weiß nicht. Ich will nicht so alt sein. Mich so alt anhören. Irgendwie. Das ist schon irgendwie doof. Wir können uns jetzt bald einen Eimer machen, weil wir hier einen Batzen Eisen haben. So, und du da noch. Yay. Dann farme ich nämlich hier an der Seite auch noch dieses Stone. Nein, nicht verbrennen, ihr Trottels. So.
Da verbrauche ich jetzt noch die hier. Oh nein! Ach, na toll. Hast du ja wieder gut gemacht. Ich dachte da unten... Na... Ja. Jetzt. So. Ja, hier ist Stein, aber... So, das hier kann ich einsammeln. Den Rest... Na toll, verbrennt halt alles. Ja, ich denke, das ist mir jetzt gerade auch im Nachhinein eingefallen. Ich werde in der Beschreibung die Liste machen mit den Challenges. Und immer wenn wir eine erfüllt haben in dieser Folge oder so, mache ich ein Häkchen hinten dran, damit ich weiß, welche Challenges ich erfüllt habe und damit ihr wisst, welche ich erfüllt habe. Logisch, ne? So, komm her. Komm zu Basti. So, danke. Du auch noch, genauso wie du. Und du, ne? Dann können wir mal wieder ein Schwert machen. Ein Steinschwert. Und, oh, der zweite Tag. Wenn der zweite Tag zu Ende ist, dann kann ich nicht... Ach, komm, komm, komm. Und das Haus ist fertig. Ja, wir haben ein Haus innerhalb von 2 Tagen gebaut. So, die Tür noch, nee, dann machen wir den Boden noch rein. So, Alter, wie viele Melonen das gibt. Also verhungern werde ich auf gar keinen Fall. Das steht fest. So, gibt es sonst noch was Besonderes so zu erzählen? Ich könnte währenddessen, dass ich hier den Boden mache, mal hier die Kohle reinwerfen und das da. Ja, wer sich immer noch fragt, das Texture Pack ist das Paper Cutout Texture Pack, verlinkt in der Beschreibung, genauso wie die Map, die ist auch verlinkt in der Beschreibung. Es wäre für manche Leute echt mal nützlich, so eine Beschreibung zu öffnen, weil da wirklich viel drin steht. Wie findet ihr eigentlich, also ich habe da ja immer so Sprüche vorne dran, was weiß ich. Bei der ersten Folge von dieser Staffel, sage ich jetzt mal, von dieser Map hier, habe ich geschrieben, komm mit Basti auf ein melonisches Abenteuer und dann einen Link zu meinem Kanal. Und ja, das ist, denke ich, sehr ansprechend, da klicken dann viel mehr Leute drauf. Ich habe das ja mit Google Links gemacht und ich habe da gesehen, dass innerhalb von... wenigen Tagen ich da 100 Klicks drauf bekomme und das ist gut, also da, ja, werden halt die Klicks zurückgeführt auf, ja, meinen Kanal, dann können sie da ein bisschen stöbern und ich mache Gewinn draus. Das ist ja das Einzigste, was zählt. Ich bin so gemein, gell. Nein, Spaß, ich bin doch nicht gemein, 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 es wird Nacht, es wird Nacht, es wird Nacht, das wäre doch gelacht, gelacht, gelacht. Fackeln, ja, ich setze die Fackeln, das ist es, das ist eine sehr gute Idee. So, nehme ich da hinten, hier, hallo, ich habe hier hingeklickt, so, zack, 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 zack. Zack, so damit hier in diesem sicheren Bereich, sage ich mal, keine Mobs spawnen, mache ich das. Wir können ja die Mobs ruhig spawnen lassen, da hinten, irgendwo da draußen, aber hier will ich die nicht haben. Ihr kommt hier nicht rein, verstanden, ihr Mobs. Gut, dann der Kaktus hier, der muss noch da gemacht werden. Also wir haben ja... Nein! Oh! Die Kakteen, die zerstören ja hier die Items, wenn was dagegen fliegt. Und das war jetzt der Fall. Das war richtig doof jetzt. Ich habe gedacht, es wird Nacht. Immer noch nicht? Na, schade. Na toll. Ich gehe mal kurz auf der Liste gucken. Wir können den Eimer... Stimmt, ich habe jetzt 2 versteckte Truhen gefunden. Das heißt, eine müssen wir noch finden. Was steht noch? Ein Cobblestone Generator muss ich machen. Das steht auch noch auf dem Plan, aber jetzt erst der ganz, ganz wichtig. Der Eimer. So,
Ein Eimer. Geil. Wow. Und dann können wir ja überlegen, wie wir den Cobblestone Generator machen. Haben wir denn noch Koppel? Ja, hier. Ich muss mal ganz kurz überlegen, wie baut man sowas? Ich habe sowas noch nie gebaut. Das machen wir da hinten beim Bedrock, würde ich mal sagen. Also, machen wir mal so. Und wenn hier jetzt Lava reinkommt, dann soll die, warte, dann, warte mal, ich habe eine Idee, aber ob das klappt, das ist die andere Sache. Nehmen wir zuerst mal hier ein bisschen Wasser, so. Und dieses Wasser, das setzen wir hier hin. Das fließt dann da rein. So, oh mein Gott, Basti versucht sie an einem Cobblestone Generator und das geht auf gar keinen Fall gut, würde ich mal sagen. So, komm, auf geht's, ich will's jetzt wissen. Basti will's wissen. So, mach mal zack, zack, na toll. Und dann so, na, ja, das brennt an, das ist blöd. Nein! Ich glaube mir ein bisschen Erde. Die brauche ich jetzt kurz. Ich meine, hier sind ja genug Bäume. An Holz mangelt es uns dann eh nicht. So. Und jetzt gucken wir mal, kriegen wir das vielleicht irgendwie so zustande, dass das Ganze so und dann so. Ich brauche nochmal Erde, glaube ich. Geht es nicht, dass ich jetzt, wenn ich hier Lava hinmache, Moment, ich mache das jetzt mal kurz mit Holz, egal ob es verbrennt oder nicht. So, das fließt dann da rein, ne? Und dann... Ja, es wird das jetzt zu Koppel. Wartet dann... Au! Nein, nicht ich soll brennen. Wartet! Essen! So! Mann. Okay. Ich muss jetzt, das weiß ich... Nehmen wir das wieder zurück. So. Das hier mache ich mal noch eins tiefer. So. Oh. Was ist da los? Hä? Wieso zur Hölle ist da nichts? Ach so! Oh. Das habe ich nicht gewusst. Mist. Oh nee, das ist voll die Herausforderung für mich. Was wäre, wenn ich da jetzt Lava reinmache? Warte mal. Das lassen wir jetzt mal so. Und jetzt. Oh nein! Oh. So. Ah! Nein! Oh nee, ich hab's voll nicht drauf. Wie baut man's und. Oh nee! Nein. Hey, nee, das fackelt mir hier dann alles ab. So macht man keinen Cobblestone Generator. Merkt's euch, Mädels. Das ist ja mal wieder so typisch, dass das wieder mal nur mir passieren kann. So, aber wir haben drei hier Cleanstone hingekriegt. Das ist ziemlich doof, was ich hier mache. Das weiß ich selbst. Und wenn ich da das hinmache. So. Und jetzt kommt der da. So. Und dann mache ich so, das weg. Ey, das ist zum Kotzen. Mann. Oh, ich habe eine Spinne gehört. Nice. Eine kleine Spinne. So, pass auf. Hier geht das Wasser rein. Und dann soll die Lava... Warte mal. Ach, ja, wieso mache ich nicht einfach so? Das... Da einfach hier jetzt die Lava ist. Oh ne. Ja! So muss es funktionieren. Oh nein, ich hab's geschafft. Ich glaub's zumindest. So, dann können wir den Kram hier außenrum nämlich. Ich will nämlich verhindern, dass es zu Obsidian wird. Und das tue ich gerade, indem ich das genau so mache. Ach, das ist doch genial, ne? Das lassen wir jetzt einfach mal so. Sieht zwar sauhässlich aus, aber. Ich habe einen Cobblestone Generator. Komm schon. Hey, hör auf zu brennen. Ja gut, du darfst brennen. Du bist Holz. So, ja, das klappt so. Alter, habe ich mich jetzt blöd angestellt. Typisch. So, klappt ja jetzt wunderbar. Nein, du verbrennst. Nein, du sollst nicht verbrennen, Mann.
Warte mal, ich habe da so eine Idee. Machen wir mal das hier so. Den da unten weg. Und dann so. Und dann so. Moment, so, so. Ja, 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 so müsste das eigentlich funktionieren, wenn ich jetzt das richtig mache. Das dann, ja, das Ganze hier runter. Na, das soll es nicht in mein Inventar ploppen. Eigentlich, ja, so ist es auch okay. Wenn es dann daneben geht, dann geht es hier nämlich in den Wasserlauf, wie ihr das seht. Und dann sind die gesichert und verbrennen nicht in der Lava. Puh, ich habe es doch noch geschafft. Und das zwar und das hier auch richtig gut. Mach mal den hier noch weg. So. Und machen so. Und weiter geht's in der nächsten Folge. Bis dann, euer Basti. Ciao.